Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich, wie ihr die Editors von Luis Boss runterladet. Einmal den Vehicle-Editor und einmal den Outfit-Editor. Ihr ladet euch die ZIP-Datei runter. Ich habe es halt schon getan. Dann gehe ich mal in den Ordner, wo ich das so habe. Und dann sind hier halt die beiden Editors. Dann könnt ihr in GTA reingehen. Dann auf den Outfit-Editor erstmal. Und ihr müsst euch dann Outfits kaufen. Und hier könnt ihr den aussuchen, welches Outfit ihr bearbeiten wollt. Dann macht ihr das hier und dann geht ihr wieder in GTA rein, bei Stil. Dann drückt ihr nochmal auf das Outfit drauf und dann ist halt das Outfit gemoddet. Also das, was ihr hier ausgewählt habt. Und beim Vehicle Editor klaue ich jetzt mein Auto von der Straße. Dann nehmen wir einfach mal das Auto hier. Fahren damit ein LSC rein und dann kann man auch den Editor öffnen, zeige ich euch gleich. Dann fahrt man jetzt hier rein. Dann könnt ihr auch schon den Editor öffnen. Den Weg-Editor. Dann ladet das kurz. So, und wenn das geladen ist, dann seht ihr hier alle Sachen. Hier könnt ihr halt die Neon-Kits auswählen. Ich glaube, das speichert nicht, also ich weiß gerade nicht ganz genau. Extras weiß ich auch gerade nicht, also das sind halt die ganzen Extras von den Fahrzeugen. Also die meisten haben eh keine. Turbo und hier kann man halt alles auf die Performance, also Bremsen, Panzerung, Motorstufe, Getriebe und so weiter. Hier kann man halt die ganzen, also Reifen auswählen. Wenn man die Reifen halt haben will, muss man erstmal auf Reifen, Reifentyp, dann auf Straße bleiben. Dann kann man hier auf Bennys Originals drücken. Dann hier dann halt auf das, was man haben will, auf Bennys Big Spokes, Bennys Original oder Open Wheel. Ich nehme jetzt mal das. Und dann könnt ihr auf Straße drücken und dann sind hier halt die ganzen Bennys Reifen oder Formel 1 Reifen. Dann müsst ihr die einfach kaufen. Dann speichert ihr das ab. Also kauft irgendwas, nochmal Nummernschild oder sowas. Und dann ist das halt schon fertig. Und dann kann man den halt so in die Garage stellen. Nur zum Beispiel hier Jenken-Kennzeichen geht nicht. Das speichert nicht. Reifenqualm speichert auch nicht, soweit ich weiß. Und hier zum Beispiel Hupe. Seitenverkleidung, Spoiler, Motorhaube, Dach, vorne die Schürze, also Frontsplitter und Heckdiffusor und so. Exhaust weiß ich gerade nicht. Und Livery ist halt Designs, aber die meisten Autos haben eh kein Design, darum kann man halt. Halt nur das bei den Autos zu machen, die ein Design drauf haben. Hier sind Xenonlichter und kann man alles bearbeiten. Und das war noch jetzt schon das Tutorial vom Editor. Lasst gerne ein Like da und ein Abo, wenn euch das Video gefällt hat. Und schreibt ruhig in die Kommentare, was man verbessern kann und was nicht. Und damit halt, würde ich sagen, haut rein. Ciao, Leute.